stand by the fire, your tiny hand in mine, you're 5 feet off the ground. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich möchte heute mit euch mein Diffamarimba 2023 Cover basteln. Also falls ihr die Aktion nicht kennt, dann empfehle ich euch dringend die Kanäle von 49 Dragonflies, von der lieben Barbara und von Luise Heinzel mal zu besuchen und euch die Aktion genauer anzuschauen. Ich werde dieses Jahr definitiv wieder mitmachen. Ich habe im letzten Jahr auch mit so viel Spaß daran teilgenommen, dass das für mich ein absolutes gesetztes Event ist. Und ihr habt vielleicht in meinem Craft Update schon dieses Körbchen gesehen. Das ist für die Scraps für den Diffamarimba. Und ja, ihr seht, das ist alles so zusammengestückelt. Hier hatte ich Tim Holzstoff benutzt und dann weißen Leinenstoff und so ein Elastan-Baumwollmix hier mit dem schwarzen Stoff und ein wenig Feinkord in Grau. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt dieses Scrap-Körbchen schon so gemacht habe, mit dem süßen Button, das ist übrigens Effi, falls ihr den noch nicht kennt, der ist das Maskottchen anscheinend jetzt für Diffamarimba, der wird halt häufiger mal auftauchen. So habe ich zumindest Luise verstanden, als sie ihn vorgestellt hat. Und ja, da habe ich einen kleinen Button draus gemacht, auch mit Stoff hinterlegt, mit dem Freebie aus ihrem Blog. So, ja, ich glaube, dieses Körbchen vom Stil her kommt mir sehr entgegen. Und so ähnlich, natürlich ein bisschen mehr verziert, möchte ich das Cover heute auch gestalten für den Diffamarimba. Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt dran. So, ich hatte mir für den Junk Journal July so einen Ordner fertig gemacht. Das ist jetzt keine Erfindung von mir, dass man Papier in einen Ordner packt, das weiß ich selbst. Aber ich fand es halt gut, diese flexible Lösung zu haben. Ich nehme immer alte Ordner, die ich jetzt noch habe, bei mir zu Hause, aber nicht mehr brauche. Früher hatte ich mein Arbeitszimmer in Blau gestaltet und dann hatte ich ganz viele dieser blauen Ordner und die benötige ich einfach nicht mehr. Und die möchte ich jetzt nach und nach halt umwandeln. Die Marke ist völlig egal, besorgt euch einen Ordner. Ihr könnt auch, Luise und Barbara haben Ordner jetzt genommen, die einen oben und unten noch eine weitere Bindung haben, so wie ich das in Erinnerung habe. Könnt ihr natürlich auch machen, die sind dann schon direkt in der richtigen Größe. Ich mache den Ordner heute aber ein bisschen anders. Ihr habt vielleicht mein Video für den Junk Journal July schon gesehen. Ich werde aber diesmal leicht andere Maße nehmen und das hat auch einen bestimmten Grund. Ich verrate euch das jetzt. Ihr seht, hier habe ich schon Maße aufgeschrieben. Ich werde euch das auch in der Info Box dann wieder verlinken bzw. aufschreiben, was ich für Maße nehme. Ich habe hier ein A4-Blatt, ne, das ist jetzt hier so von diesen Klebeblättern, die ich habe, aus diese kraftfarbenen. Die bewahre ich mir immer auf, weil die so schön stabil sind und für sowas kann man die sehr gut gebrauchen und mal testen damit, wie groß so eine A4-Seite ist, wenn sie geknickt ist. Klar, A5 wissen wir alle und wir wissen aber auch die Maße von A5, aber diese Halterung ist immer unterschiedlich breit und unterschiedlich tief und dementsprechend mache ich das immer so. Ich gucke erstmal, wie weit ragt denn, seht ihr das von oben, ragt denn das Blatt jetzt wirklich da rein? Und dann habe ich getestet und nochmal ein bisschen drauf gerechnet, nämlich so 1,5 Zentimeter, damit ich vielleicht später, wenn ich hier größere Blätter als A5 einhefte, dann die Möglichkeit habe, diese größeren Blätter, die etwas größer und länger, also breiter sind als A5, später zu einem richtigen Journal noch zusammenzubinden. Das heißt, ich würde die Lochung dann hier entfernen und dann einfach zwei Seiten immer miteinander verbinden und dann einnähen in ein richtiges Journal, wenn ich noch Lust auf ein richtiges Journal bekomme. Ich dachte mir, das ist die optimale Lösung. Ich denke, sie werden hier drin bleiben, aber die Option möchte ich mir halt offen halten und dementsprechend wird dieser Ordner breiter. Ja, ich denke, ich erkläre euch kurz was zu den Maßen. Ich habe mir das einfach nur ausgemessen, wie viel Abstand brauche ich hier von den Löchern bis nach oben anhand dieses Blattes, was ich mir ja hier reingelegt hatte. Und ja, ich habe dann festgestellt, von den Löchern möchte ich 8 cm nach außen gehen jeweils, ne? Und habe dann hier die ganze Höhe von 24 cm. Wie gesagt, ich schreibe euch die Maße nochmal in die Infobox. Ja, hier mein Rücken, der hat 4 cm von der Mitte der Biegung bis zur Mitte der Biegung. Und
Hier diese Breite nach vorne, wenn er zugeklappt ist, der Ordner, wird dann 19 cm haben. Wir fangen einfach mal an. Ich hole meine Schneidemaschine, ich schneide das schnell zurecht. Das ist kein Hexenwerk, ich lege das hier einfach drauf. Das funktioniert mit dieser Maschine hier gerade eben noch so von der Höhe. Ihr seht, das ist so Maßarbeit. Und ja, wenn ihr das mit einem Cuttermesser schneiden möchtet, dann macht das mit einem Cuttermesser. Das funktioniert ebenfalls sehr gut, habe ich auch schon gemacht und funktioniert auch. Oder wenn eure Pappe zu dick ist für euer Schneidegerät. So, aber das funktioniert gerade eben noch so. Ich bin hier vorsichtig und arbeite mich schrittweise voran. So. Habe das hinbekommen und die restlichen Seiten schneide ich mir jetzt auch erstmal kurz zurecht. Hier oben werde ich eh ein Cuttermesser nehmen, aber das brauche ich ja nicht zeigen. Ich habe mir jetzt mal das komplett abgeschnitten und die Kanten sind natürlich zwar schön gerade geworden, aber nicht so, ja, so eben, wie ich sie haben möchte. Und dafür nehme ich mir jetzt, hier habe ich jetzt mal weißes Nassklebeband und schneide mir das jetzt hier für die Kanten zurecht. Also das ziehen wir jetzt auch nicht unnötig in die Länge. Da braucht ihr auch keine Maßangaben. Macht das direkt hier so dran. Ist eh besser, wenn man das ein bisschen überstehen lässt und im Anschluss abschneidet. Dann ist auch wirklich alles abgedeckt. Man feuchtet sich das einfach an und klebt sich das dann so über die Kante, wie man es haben möchte. Geht da nochmal mit dem Falzbein lang, damit das auch gut sitzt. Und ja, und schon ist das fertig. Also mehr muss man da gar nicht beachten. Ich mache das jetzt mal. Ich gehe jetzt um alle Kanten einfach rum. Ich glaube, dafür braucht ihr keine Anleitung. Und schneide mir dann, was überschüssig ist, natürlich ab. Und das wird eh alles verdeckt, aber ich möchte trotzdem saubere Kanten haben bei sowas. So, das ist jetzt alles gut versäubert. Hier ist es mir ein bisschen eingerissen, ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, da kommt was drüber. Wir werden innen das verkleiden und außen auch. Ich radiere mir das hier jetzt mal einfach hier nochmal weg, nicht, dass das schmiert oder so gleich beim Verkleben. Und ja, das war's dann. Wichtig ist, dass das ordentlich klebt. Hier zum Beispiel habe ich mir das so ein bisschen eingeschnitten, damit das auf jeden Fall hier haftet und nicht so Luftblasen wirft. Das ist ganz wichtig, weil sonst hat man hinterher Probleme beim Auf- und Zuklappen. Das geht ja eh schon bei so Ordnern ein bisschen schwerer, ne? Gerade wenn die nicht viel in Gebrauch waren vorher. So, was machen wir jetzt außen? Also hier innen ist jetzt alles gut vorbereitet, dass wir da drauf arbeiten können. Ich denke, ich werde hier Papier rundherum verkleben. Das werde ich mir nicht ablösen oder so. Das ist mir zu nervig. Und wenn wir da so Reststückchen rechts und links kleben, wird das schon, denke ich, gut funktionieren. Ihr wisst, dass wenn man so stark gefalzte Kanten hat, manchmal das Papier auch reißt nach einer Zeit. Ich überlege noch, ob ich da vielleicht nicht oben und unten zumindest oder hier an der Seite rechts und links und dann so nach innen geklappt Stoff nehmen soll. Ich glaube, das werde ich auch machen. Den Stoff könnte ich sogar hier drüber komplett verlegen. Vielleicht fangen wir sogar damit einfach mal an. Oder nein, wir fangen erst außen an. Ich habe hier schon kleine Stoffstückchen nämlich vorbereitet. Ich habe jetzt den gleichen Stoff verwendet, den ich auch für das Körbchen benutzt habe. Das hier ist auch ein Tim Holzstoff, ein älterer. Ich möchte ihn unbedingt mal verbrauchen. Ich hatte noch kleinere Stücke, die habe ich mir dann nochmal zerteilt. Ich habe das nicht sehr groß gelassen, sagen wir es mal so. Man hat schnell die Fläche voll. Dann hatte ich hier diesen Kord, Samt, wie auch immer man das nennen mag, also so ganz feinkordmäßig und ja, diesen weißen. Und ich würde einfach jetzt hingehen und mir das hier drauf kleben. Klar, man kann Flüssigkleber, Textilkleber nehmen, aber ich denke, ich werde tatsächlich das so ein bisschen überstehen lassen auch, dass man hier vielleicht noch eine Naht drüber setzen kann hinterher. Ich weiß nicht, meine Maschine wird hier nicht komplett durchkommen. Vielleicht könnte sie das, aber ich glaube, das will ich ihr einfach nicht antun. Ich überlege gerade, ob es Sinn macht, vielleicht vorher eine Naht hier drauf zu machen und das hier vorher auf Papier aufzukleben und dann hier drauf zu kleben mit dem Papier. Das überlege ich gerade. Nö, machen wir nicht. Wenn, dann nähe ich außen dran vorbei. Ich lasse das jetzt bewusst hier so überstehen. Und ich glaube, wir brauchen nicht unbedingt eine Naht. Ich hatte das bei dem Körbchen hier so gemacht, dass ich hier vorher eine Naht drüber gesetzt habe und dann mit Nähpulver das Ganze festgebügelt habe. Ich glaube, ich lasse das jetzt so und werde da vorher keine Naht drüber machen. Das soll jetzt einfach so random sein. Ich verteile jetzt hier überall die Stückchen drauf.
hier auch über den Buchrücken. Den möchte ich farblich nicht anders gestalten als die anderen Teile. Und ich gucke, dass ich abwechselnd das horizontal und vertikal mache. Also, dass das auch ein bisschen Abwechslung gibt hier einfach optisch rein. Ne? So, dann hier so einmal rüber vielleicht. Und dann lege ich mir die halt hier so abwechselnd hin. Ich fange jetzt hier mit den stark motivlastigen Sachen an. Und ja, ich puzzle mir das jetzt hier einfach nur so zurecht. Ne? Da müsst ihr jetzt, glaube ich, auch nicht stundenlang zuschauen, wie das funktioniert. So, ne? Ich gucke jetzt einfach, an welcher Stelle gefällt mir der Stoff gut. Lass das dann so überlappen, dass es hier unten drunter gut ja, aussieht. Und ich suche mir dann die Felder quasi so aus. Wo geht das rüber? Wo muss noch was hin? Dann schiebe ich mir die so, ja, ich würde jetzt sagen, so 0,5 cm übereinander, nicht zu viel. So, ich puzzle mir das. So, ich habe mir das Ganze jetzt mal so geteilt, dass mir das, oder aufgeteilt, dass mir das gut gefällt. Ich habe jetzt halt auch ein bisschen geguckt, was habe ich überhaupt da, ne? Was hatte ich mir zurechtgeschnitten, beziehungsweise gerissen. Ihr seht ja, die sind alle gerissen, die Kanten. Das sieht einfach schöner aus, finde ich. Und das bildet so ein schönes, ja, Parkett hier. Ich werde jetzt einfach hingehen und Nähpulver hier drunter streuen. Das ist jetzt hier eins, was ich mir einfach online bestellt habe. Deswegen, das nennt sich Pasta Clean. Das gibt es auch in größeren Packungen. Ich habe mir mittlerweile eine zweite bestellt gehabt, weil ich da so viel mitgemacht habe mittlerweile schon. Und ja, ich hatte auch mal ein Video zum Pflanzenverkleben damit gemacht bei meinem letzten Journal. Das werde ich jetzt hier mit dieser Dosierhilfe da drauf streuen. Ich zeige euch das kurz. Ich gehe einfach hin, gucke hier drunter, wo ist denn hier drunter Platz, und werde jetzt quasi mir erstmal die blauen Bereiche bestreuen. Man muss da ein bisschen mehr nehmen von. Ich hoffe, es haftet auf dem Plastik. Ich habe das noch nie getestet. Ich hoffe auch, dass das Plastik keinen Mist macht, weil ich ja gleich mit dem Bügeleisen da drauf gehe. Wir müssen das in zwei Etappen machen. Erstmal die untere Schicht quasi festbügeln. Und dann die Schicht darüber, weil ja alles fest sein soll. Das ist ein bisschen umständlich jetzt hier, aber ich habe jetzt keine andere Lösung dafür. Ich gehe jetzt unter jeden Flicken quasi drunter und streue mir das Blaue zurecht. Und dann gehe ich da nochmal drüber. Es ist einfacher natürlich, wenn man Flüssigkleber nimmt. Ich habe da keine Lust drauf. Ich habe da so schlechte Erfahrungen mit Flüssigkleber, dass der sich so durchdrückt. Also Buchbinderleim ist geeignet. Aber da muss ich halt immer so vorsichtig sein. Und das mache ich jetzt, finde ich jetzt so sinnvoller. Und wenn das untere festgebügelt ist, dann können wir das nochmal hochklappen, was so lose ist, und das dann einfach verbügeln. Und ja, ich mache jetzt mal hier weiter, streue mir mein Pulver drunter und dann hole ich mal das Bügeleisen. Das soll jetzt hier nicht so übertrieben lange dauern. Oh, ich möchte damit sagen, hier siegt jetzt meine Neugier. Also es ist zeitaufwendig gewesen. Und man muss natürlich gucken, dass einem nichts verrutscht. Ich hätte das vorher aufstreuen sollen, bevor ich das alles draufgelegt habe, wäre viel einfacher gewesen. Aber das hier ist ja experimentell heute mal. Und ja, ich werde jetzt hier drauf gehen mit dem Bügeleisen. Ich habe das auf ja fast höchste Stufe gestellt und hoffe, dass mir das nicht alles wegschmilzt hier unten drunter. Ich werde das jetzt mal erstmal hier kurz drauf stehen lassen, das Bügeleisen, und warten, dass das heiß wird und wirklich schmilzt hier unten drunter. Heb das dann zwischendurch mal vorsichtig an und bewege das dann ein bisschen weiter. So, dann hier oben. So Schritt für Schritt quasi. Ich glaube, es wirkt schon. Also man merkt schon, dass es schmilzt darunter. Ich möchte aber keinesfalls, dass das ja, das runternehmen, bevor das richtig geschmolzen ist, weil dann verzieht sich hier alles. Ich mache das mal jetzt hier fertig, und zum Pulver verteilen hole ich euch dann nochmal wieder dazu. Ich gehe jetzt hier von Stelle zu Stelle und bügel das fest. So, das Bügeleisen hat jetzt schon gute Arbeit geleistet. Ich habe hier noch so einzelne Stellen, wo ich auf jeden Fall nochmal drüber gehen muss. Aber es hält wunderbar. Hätte ich gar nicht gedacht. Jetzt, ich war mir gar nicht sicher, beziehungsweise mit der Klebekraft auf diesem Plastikzeug habe ich nämlich noch nie ausprobiert in die Richtung. Gar keine Frage. Wir müssen jetzt überall hier noch so drunter gehen, wo es überlappt hat. Ne? Da ist ja kein Nähpulver gewesen. Und da werde ich jetzt drüber gehen und dann können wir weiter gucken, wie das sich verhält.
Ja, ich habe mir hier einen Fleck drauf gemacht. Da war wohl noch irgendwas an meinem Bügeleisen. Hätte ich vorher ein bisschen besser aufpassen müssen und sauber machen müssen. Können wir noch irgendwas drüber machen? Ein bisschen Sprenkler und so weiter kommen da eh drauf. Kein Ding. Ich gehe jetzt quasi jetzt hier an die Stellen, die noch nicht mit Pulver versehen sind, einfach nochmal drüber. Wie gesagt, wer den Aufwand einfach nicht machen will, das ist ja kein Muss, der klebt sich das einfach fest. Ich würde das jetzt mal ausprobieren und ich finde das cool. Es klappt ganz gut und man kriegt das hier gut verklebt. Hier war schon ein bisschen Pulver drunter, sieht man. Aber halt nicht überall. So, und dann habe ich da wirklich alles gleich fest, wenn ich jetzt über die ganzen Kanten hier nochmal drüber gegangen bin. So, einfach einstreuen und dann wieder mit dem Bügeleisen drüber. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das fertig habe. Okay? So, also ich bin eigentlich sehr zufrieden. Es klebt jetzt nicht hier überall gleichmäßig, aber ich finde, mir reicht das komplett aus. Und hier bin ich auch an den Rändern nicht ganz so gleichmäßig geblieben. Aber mir gefällt das und sollte da irgendwas nicht halten, kann ich ja immer noch mit Flüssigkleber da drunter gehen. Hier unten drunter ist Metall gewesen, deswegen hat das so reagiert, das ist so heiß geworden oder so, ich weiß es nicht. Da werde ich später irgendwas drüber machen. Ich glaube nicht, dass das jetzt so schlimm ist, wenn ich da nur irgendeinen Klecks drüber mache oder so, weiß ich noch nicht. Ich habe erst gedacht, ich nehme keine Buchecken, aber irgendwie sah das so cool aus, als ich das hier dran gehalten habe. Man kann, ne, das ist ja jetzt nicht so ordentlich umgelegt oder so, aber ich würde die Kante trotzdem hier mit versäubern sozusagen. Und dann würde ich das hier so hoch stehen lassen davor und dahinter. Und ich glaube, das sieht auch ganz cool aus. Also ich glaube, das kann man auch ganz nett kombinieren und das werde ich auch machen. Ich schneide dafür aber wirklich die Ecke hier so komplett ab. Die stört jetzt nur, wenn ich die so da drüber mache, die Buchecke. Und ja, nehme dann meine Zange noch dazu. So, meine Zange geholt kurz. Und dann können wir das hier da drüber auch noch so ein bisschen rauszuppeln. Ich mache hier immer ein bisschen Kleber mit drauf. Die Buchecken, die lassen sich zwar gut festklemmen, aber nach einer Zeit ist meine Erfahrung, fallen die trotzdem sonst ab. Irgendwie, ne, biegt sich da mal was nach links und rechts. So, und ich sorge direkt dafür, dass die hier oben drüber gut rausstehen, die Härchen von dem Stoff, also die Fusseln. Und ja, das finde ich ganz gut. Das soll schon so bleiben. Vielleicht kann man hier auch noch ein bisschen weiter ziehen später. So, und dann nehme ich hier mein Plastik, damit mir das nicht verkratzt. Also ich habe hier einfach mal so eine Verpackung und dann klemme ich das fest. So, einmal auf der Seite. Und einmal auf der Seite. So möglichst gleichmäßig, ohne das zu stark zu verdellen. Aber dieses Verdellte finde ich schon cool jetzt alleine. Deswegen habe ich es auch ein bisschen fester gemacht, weil das soll halt nicht so neu aussehen. Ne? So, also das mache ich jetzt mal in allen vier Ecken. Und das kann ich ja gleich auf Kamera machen. Und hier möchte ich noch dieses Metallschildchen auf jeden Fall befestigen, dass wir vorne so ein auf der Front so ein Metallschildchen haben. Da kann ich mir jetzt aber auch wirklich mal ein Lineal schnappen. Das hätte ich nämlich schon ganz gerne mittig hier. Von hier aus 6 cm bis zum Hardcover. Was haben wir hier auf der Seite dann? Da haben wir fast 7, das heißt, das muss hier noch ein bisschen rüber. Ja, nehmen wir mal die Flusen mit. Das sieht sonst so ungleichmäßig aus. 7, 7, ja, ungefähr. Ne, das passt so von der Mitte her. Nur damit ihr direkt seht, wie ich das mache. Ich steche das einfach nur hier durch jetzt mit diesem Poké-Tool. Und mache das noch fest, bevor wir innen nämlich dann die Verschönerung machen vom Cover. Ich mache das immer nach Augenmaß. Ihr könnt auch die Höhe ausmessen natürlich. Das ist gar kein Problem. So. Dann mache ich mir die Klemmen noch auf. Das gefällt mir bisher nämlich echt schon gut. So, und mache dann hier zur Sicherung mal so einen Streifen drüber. Drück das nochmal ordentlich an, ne, dass mir das hinterher nicht zu sehr unter dem Papier vorguckt, was wir da gleich auch noch zur Deko hin machen. So, und ich mache mal schnell hier noch die anderen Buchecken fest. Also ich kann mir nicht helfen, aber jetzt, wo das alles fest ist, sieht das doch besser aus, wenn man den Rand umlegt. Ich glaube, ich werde noch mal umschwenken und zumindest hier vorne und hinten an der Seite den Rand festmachen. Ich glaube, wenn das hier oben so offen ist, das finde ich cool. Aber hier habe ich ja auch noch genügend Stoff übrig, um das einmal umzulegen, zumindest so ein bisschen. Dafür nehme ich mal schnell meinen Art Glitter Glue. Ich muss gucken, wie ich das dann mit Papier überdecke. Also gucken wir mal, ob das so gut funktioniert.
Das wird natürlich jetzt eine harte Kante geben. Das ist finde ich jetzt aber nicht so schlimm. So, ich habe mir jetzt mal hier so eine ganz normale Actionspitze, glaube ich, war das, besorgt. Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wo ich die her hatte. Und ihr seht ja hier diesen Beige-Ton und der ist ja bis jetzt noch gar nicht hier aufgetaucht. Und ich möchte dieses, erstens, weil das nicht hier schön festgeklebt ist, so ein bisschen überdecken und auch diesen Flag, da komme ich sonst nicht drauf klar. Wir können das noch hier so ein bisschen abgrungen gleich, also ein bisschen Kaffee dran oder ein bisschen Distress Oxide. Das ist okay. Das darf auch hier so fusselig sein, oben und unten. Ich werde das dann unten hier auch machen. Aber da muss irgendwas drauf. Das war jetzt nicht so toll. Ich möchte, dass die aber auch relativ flexibel bleibt, die Spitze. Deswegen nehme ich da jetzt Buchbinderleim für. Wenn ich den Art Glitter Glue jetzt hier überall dran schmiere, das habe ich hier an den Kanten gemacht, dann wird das relativ hart. Und ihr seht, es sieht wirklich schöner aus, wenn die Kanten umgelegt sind. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt anders haben wollte. Manchmal ändert man ja auch seine Meinung, ne? So, ich werde das hier jetzt noch ein bisschen mit Kleber versehen. So, ich zeige euch mal kurz noch meinen Trick. So, ich habe mir jetzt noch mal so einen Untergrund genommen, weil ich da so viele von übrig habe. Ich nehme jetzt meinen Kollal Buchbinderleim und streiche mir das hier auf. So eine, ihr könnt auch eine Folie nehmen. Ich habe das auch schon mal auf Prospekthüllen gemacht oder wie auch immer. Streicht euch eine Fläche ein, die so groß ist wie das ungefähr, was ihr da verkleben wollt. So, hier habe ich ja ungefähr ein Maß jetzt. Zack. Aber so, dass ihr auch genug Kleber da drauf habt, um das gut zu verwenden. So, und wir nehmen den Kleber gleich auch noch den Rest für was anderes. Seht ihr, ich lege mir das jetzt hier drauf, drücke mir das hier kurz an, nehme mir das dann hoch und lege mir das dann hier auf. So, das können wir noch fürs Innere verwenden. Ich lege das mal kurz beiseite. Das trocknet auch nicht so schnell an, wenn das auf sowas drauf ist oder auf einer Folie drauf ist. So, ich möchte es natürlich mittig haben. Dafür mache ich den Buchrücken einmal so. Ich sehe schon, ich habe es nicht mittig hier drauf gelegt. Es hätte Sinn gemacht, direkt den Rücken zu nehmen. So, also das direkt hier drauf zu legen, wenn das geschlossen ist. Klar. So, jetzt drücke ich das vorsichtig fest. Und dann habe ich diesen Beige-Ton hier auch noch mit drin. Wie gesagt, wir können das ja später noch so ein bisschen abgrunden. Ein bisschen schmutzig machen und das sieht mir so zu neu aus noch. So. Aber das gefällt mir jetzt schon besser. Ne, seht ihr, dann hat man da hier noch sowas drauf. Es sieht anders aus. Es nimmt diesen Beige-Ton auf. Jo, gefällt mir. So, jetzt können wir eigentlich direkt weiterarbeiten, weil da kein Kleber durchdrückt. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen jetzt einfach hier so einen schwarzen Streifen und ziehen den hier komplett drüber. Dafür muss ich ja nur ein Loch machen, das so groß ist, dass ich das hier drüber ziehen kann. Ich messe mir das jetzt hier irgendwie halbwegs passgenau aus. Also ich muss das noch ein bisschen kürzen hier, das Teil. Das muss ja nicht ganz so viel überstehen. Ich werde mir natürlich dann hier die Fäden direkt wieder so ein bisschen rausziehen. Und wie mache ich das denn am besten? Ich glaube, ich mache einen Schnitt hier einfach jetzt genau nehmen. Ihr könnt das bitte, wenn ihr sowas mal macht, ausmessen oder wie auch immer, aber ich habe dafür keinen Nerv und ich sehe ja ungefähr, wie breit das sein muss, wie breit der Schnitt sein muss. Und wenn das eh verklebt wird, dann ist das ja auch kein Problem, da geht der Schlitz ja wieder zu. Ne? So, den ersten schon mal. Sieht schon mal gar nicht schlecht aus von der Höhe. So, und dann den zweiten hier. Und da das ein bisschen elastisch ist, denke ich, werde ich das da auch gut drüber kriegen. Und dann haben wir da nämlich gar kein Problem. Ich teste das jetzt einmal. Ja, gefällt mir jetzt schon. Sehe ich ja jetzt schon. Und einmal hier. So. Ja, dann wird das jetzt nur noch geklebt. Hier mache ich noch ein bisschen kürzer das Ganze, dass das so ist wie hier ungefähr. Jetzt hängt mir das zu viel raus, glaube ich. Ach, ich lasse das einfach so und klebe das so ein bisschen lockerer fest. So, dann nehmen wir hier unseren restlichen Kleber einfach gleich. Ich packe ihn mir erstmal beiseite, also man kann das so zuklappen und auf dem Plastik trocknet das nicht so schnell wie sonst. Und dann werde ich jetzt kurz einmal mir ein
Papier nehmen. Ich glaube, Backdrops wären dafür ganz schön geeignet. Ich guck mal. So, ich habe mir jetzt die Backdrops Christmas genommen. Ich möchte jetzt keine super weihnachtlichen Papiere nehmen, aber ich habe mir jetzt die auseinandergenommen. Ich teile mir die ja immer in zwei Teile, die mir gefallen haben und nicht nur Christmas als Thema haben, weil ich ja im Defemarember nicht nur weihnachtliche Sachen mache. Ich werde jetzt hier schauen, welche Papiere ich gut wie hier einbauen, wie ich die Papiere hier gut einbauen kann. Ich werde, glaube ich, so, weil die ja von der Größe nicht ganz hinkommen, Papiere kombinieren. Das heißt, ich schneide mir das hier jetzt noch zurecht. Machen wir das nach vorne oder das andere? Also es ist nicht ganz schwarz-weiß, aber es ist nur so leicht hier wie der Ton vorne drauf. Das fand ich jetzt hier schön. Und die haben alle so ein bisschen braun drin, aber nicht viel. Wollen wir das hier nehmen und das hier oder umgekehrt? Ich glaube, so finde ich das schon schön. Es ist sehr weihnachtlich, aber ich finde es trotzdem schön. So, und jetzt schneide ich mir das zurecht. Das heißt, ich markiere mir das gleich, dass ich hier noch so kleine Streifen drunter machen kann von dem anderen Papier. Das sieht, glaube ich, ganz interessant aus, wenn man das vorne und hinten daneben macht. Ich hole mir eben meine Schneidemaschine. Ich denke mal, ich werde so kleine Streifen brauchen. Nehme mir mal kurz hier meinen Bleistift und guck erstmal, dass ich mir die Papiere hier aufschneide oder passend schneide und dann aufklebe. Und dann kann ich das genau ausmessen, wie breit meine Streifen werden sollen. So, ich schneide mir das jetzt einfach nur zurecht. So, schön an der Seite. Ich habe eine Markierung verloren. Wo ist meine Markierung? Da. Moment, so. Zack, das passt jetzt von der Höhe. Ich glaube, ich nehme meinen Black Suit da gleich noch zu und werde die inken, die Sachen, also kleben wir doch noch nicht fest. Ja, und dann würde ich sagen, hier auf jeder Seite, A.Hitchcock, habe ich dann übrig, kann ich sehr gut noch für was anderes verwenden. Ja. Dann haben wir so zwei Streifen, einmal rechts, einmal links. Den einen mache ich ein bisschen länger, dass der da drunter passt. Was brauchen wir? Ich markiere es mir mehr einfach mal. Ihr könnt ja ein großes Papier nehmen, ne? Ich will jetzt halt nur dieses Papier genau verwenden, weil ich das schön passend finde. Und dann habt ihr das Problem nicht. So, schneiden wir es erstmal unten ab. Leg mir das schön an, dass es passt. Und dann von der Breite brauche ich 1 ein Stückchen. Das zweimal. Ihr seht, ich schneide mir einfach nur Streifen. Ne? Also, ich finde, also ich kann mit meinem Schneider hier, mit meinem Hebelschneider immer ziemlich exakt schneiden. Also ich habe da noch nie Probleme gehabt, da irgendwie was passgenau zuzuschneiden mit. Aber da sind auch, gehen die Meinungen sehr auseinander, habe ich festgestellt. So, und dann einen Streifen, den mache ich jetzt einfach nach Gefühl. So 2,5 cm, also ein bisschen größer. Weil der auch gut darunter passen soll. So, und dann klebe ich mir das auch mit dem Buchbinderleim fest, wenn ich den hier schon eh stehen habe. Dann funktioniert das ein bisschen schneller. So, machen wir das mal so Reihe um. Klebe das jetzt hier nur so fest, dass ihr das einmal seht. Und für die andere Seite mache ich das dann gleich auf Kamera. Sonst wird das Video wirklich ein bisschen zu lang, ne? So. Und wie gesagt, ich glaube, ich muss hier gar nichts inken. Da kann ich zum Schluss noch mal drüber gehen. Habe ich gerade beschlossen. So. So. Soll ich dann schön hier anpassen. Gehe mal zum Schluss noch mal mit dem Falzbein, wenn es ein bisschen angetrocknet ist, drüber, glaube ich. So. Mir ist nur wichtig, dass das schön flächig klebt. Und sich da nichts mehr löst im Nachgang. Gerade hier so beim Übergang. So. Zack.
So. Nehme jetzt doch mal das Falzbein dazu und gehe da sachte drüber. Das zieht sich nämlich ein bisschen das Papier dadurch, dass das so dünn ist, weil ich mir das ja auseinandergenommen habe. So. So. Einfach nochmal hier drüber. Hier schön bis zum Rand. Dass der Kleber auch wirklich bis zum Rand geht, weil ich jetzt hier doch ein bisschen drüber bin. Ne? Also die Kante soll schön kleben hier. Nicht nur die Kante, sondern alles. Ne? So. Ich habe das so weit hier überlappen lassen, weil ich ja weiß, dass oben der Stoff nicht ganz so bündig ist, also beziehungsweise sich nicht so weit hat umklappen lassen. So. Dann klebe ich hier das noch drüber. Dann kann ich das auf der anderen Seite mir auch zurechtschneiden. Und dann sehen wir uns wieder, würde ich sagen. So, ich habe das Papier schon mal festgeklebt hier vorne. Und jetzt machen wir das nochmal gemeinsam mit dem Rest hier. Ja. Ich werde das jetzt mit dem Stoff auch wieder genauso machen, dass ich mir den Rest hier aufnehme und den Rest streiche ich hier drauf. So, damit das nicht verschwendet ist. Welche Seite sieht denn besser aus? Das ist unten, das ist oben. Dann habe ich den Kleber hier auch nicht verschwendet. So, ich lasse das mal hier drauf liegen. Und schmiere mir das Ganze hier schon mal gut ein. Dass da auch ja nichts abfällt später. Und wie gesagt, der bleibt ein bisschen flexibel. Und das Gute ist ja, dass das dann hier in der Mitte, denke ich, auch haften wird. Das ist rein experimentell jetzt mal hier. Ich habe das so noch nie gemacht, ne? Also das ist jetzt völlig Neuland für mich. Ich probiere auch mal gerne solche Sachen aus. Und wenn die dann nicht funktionieren, mache ich die das nächste Mal nicht mehr. Aber erstmal muss man es testen, ob es funktioniert. Ne? Also das so einen Ordner zu überziehen, warum sollte das nicht klappen? Ne? Und hier gehe ich auch nochmal lang. So, dann können wir lieber außen nochmal nachschmieren. Ich gucke auch, dass hier nicht zu viel überschüssig ist. Und hier in der Mitte auch was ist. So, damit das nicht so stark durchdrückt, selbst wenn bei dem Schwarz, ja gut, dann ist das halt so. So, ich habe das jetzt hier nochmal hochgenommen. Jetzt nehmen wir das mal direkt hier drüber. Eieiei. Ja, ich kann mir das ja noch waschen, ne? So, einmal oben bündig. Dann ziehen wir das auch nochmal nach unten bündig. Hier haben wir ja ein bisschen mehr Spiel gehabt. So, und dann tipse ich mir das jetzt hier nur so fest, wie es sitzen soll, dass das geschlossen ist und keine Falten wirft. Ja, da lasse ich mir jetzt hier Zeit für. So schnell zieht er ja nicht an, der Buchbinderleim. Nur ich möchte jetzt hier nicht zu viel Kleber oben drauf haben, wenn ihr versteht, was ich meine, dass das jetzt hier so hässlich verschmiert ist einfach. So, so ganz gerade ist das hier nicht, aber... Also so faltenfrei meine ich damit, aber ich werde es überleben. So, hier unten können wir noch ein paar Fädchen ziehen gleich. Dann sieht das schön aus, glaube ich. Ja, so, ich habe schon mal die Crocodile geholt, weil ich gleich die Bänder damit festmachen möchte. Es ist noch ganz leicht erst angetrocknet, also das muss noch weiter trocknen gleich. Aber ich werde jetzt hier schon mal die Kanten inken und... ja, das muss einfach sein. Also das sieht sonst komisch aus, finde ich. So, und da werde ich den Stoff natürlich auch direkt mit so ein bisschen erwischen. Macht mir aber nichts. Das ist ja halt auch so, wenn man Sachen viel anfasst, dann wird auch der Stoff schmutzig und nicht nur das Papier. Das sieht viel natürlicher aus. So, und hier gehe ich dann auch nochmal drüber. Da, wo die... Ja, genau so muss das sein. So, und das darf auch so dunkel sein. Das gefällt mir sehr. Ein bisschen mehr sein darf das. So, und finde auch ganz gut, dass ich das nicht hier geinkt hatte. Ich habe erst gedacht so, nee, aber das passt, dann geht das so schöner ineinander über. Soll ich jetzt direkt, ich könnte schon wieder hier so, nein, mache ich nicht. Aber hier an den Kanten. Hier darf ich.
Habe ich nämlich vorher schon gesagt, dass ich das mache und dann darf das auch. Ja. So. Ja, schöner. Es kann doch nicht so weiß bleiben jetzt hier. Shit. So. Gucken wir mal. Ein bisschen. So, ein bisschen darf. Finde ich gut. Finde ich gut. Viel besser. Ja. Und hier auch noch mal lang. Kommt noch was hin. Habe ich mir vorhin gedacht. Wir müssen Effi noch ein bisschen verarbeiten. So, jetzt muss ich einmal kurz hier, weil ich ja natürlich jetzt hier auch drüber gedreckt habe, hier einmal drüber gehen mit, bevor wir das festmachen mit der Crocodile. Ich zeige euch gleich, wie, was ich vorhabe. Ich habe mir nämlich hier schon ganz besondere Eyelets geholt. Ich weiß nicht, ob es die von Crocodile, also von We Are Memory Keepers noch gibt. Kann euch auch nicht sagen, wie die Dinger heißen. Ich habe die vor Urzeiten mal geholt. Müsst ihr einfach mal schauen, ob ihr sowas nochmal findet. Ich kann euch das nicht wirklich nicht mehr sagen. Es tut mir sehr leid. Aber das sind so Brads. Moment, ich bin sofort fertig hier. Das sind so Brads, die wie Knöpfe aussehen. Die habe ich hier auch verwendet bei dem Schädchen. Ne? Einmal hier und einmal hier. Die finde ich total hübsch. Habe ich mir schon mal hier zurechtgelegt. Die kann man dann nämlich so drüber machen. Dann mache ich das nämlich so ein bisschen grungig fest hier. Aber mitten in dem Muster, dass mir das nicht nach einer Zeit kaputt geht. Entweder so oder so rum. So rum. Vielleicht auch nicht schlecht, aber so. Na, mache ich mir jetzt das Loch. 24 hatten wir, dann 12. Ne? Bei 12 wäre die Mitte, das heißt hier so ein bisschen rüber. So 12 cm schon. Und dann nehmen wir das größere Loch hier bei der Crocodile. So, zack. So, komme ich ein bisschen weiter rein hier. So. Ah, wartet, jetzt muss ich das einmal so drücken, dass ich weiß auf der anderen Seite, wie tief ich war. Ist das Loch? Hier müsste eigentlich auch ein Loch durch. Ich versuche das aber mal hier durchzufummeln, die Hülse. Nee, geht nicht, muss auch ein Loch rein. Aber vielleicht das kleinere dann. So. Dass das dann auch noch hält und mir nicht zu sehr zerfasert, ne? So. Nehmen wir das jetzt so rum oder so rum? Ach nee, das Schild ist auch so rum, dann machen wir das so. Hier unten das zum Aufspleißen drunter. Muss das einmal drehen hier. Und das Glatte dann hier hin. Das sollte gehen. So. So. Na. Schon das Loch treffen hier. So. Dieser Pin muss da nämlich unten rein. So. Ah, passt. Ja, wird auch halten, denke ich. Wenn nicht, dann muss ich da nochmal nacharbeiten. Aber das ist nicht schlimm. Gefällt mir bis jetzt schon ganz gut hier. Mit Weiß. Schwarz habe ich auch nicht gehabt. Silber auch nicht. Also ist das schon ganz okay. So ein bisschen hier noch rupfen. Ja, auch. Ja, also war fast fertig. Allerdings fehlt noch ein Schildchen. Dann stempeln wir noch mal. Ich hole mal meine Stempel noch raus. So. Und ich glaube, ich nehme auch noch Effi. So, ich habe das Freebie von Luise noch mal dazu genommen, damit ihr wisst, wo ich den kleinen Kerl hierher habe in meinen Buttons. Ich zeige euch jetzt nicht noch, wie man Buttons macht. Ihr könnt in meine Playlists schauen. Da gibt es eine Playlist Buttons und da zeige ich euch, wie man Buttons macht. Ich habe dafür eine Maschine und das funktioniert wunderbar. Und diesen kleinen Kerl habe ich mir jetzt gepresst. Ich habe erst überlegt, hier Effi in groß drauf zu machen, noch vorne aufs Cover hier so irgendwie einzubinden, aber oder auf Stoff zu drucken und da drauf zu kleben. Aber ich finde, glaube ich, diesen Button, weil ich den auch an dem anderen Teil dran habe, schicker. Habe aber
Weiß aber noch nicht genau, ob ich den nicht doch hier dann aufklebe. Ich mache ihn erstmal hier fest. So, ich klebe das jetzt noch hier wieder an einfach. So kleine Stellen kann man auch gut mal mit dem Art Glitter noch hier nachkleben. Ist ja hinter dem Button, das fällt ja da nicht so auf, wenn man da was sieht. So, ich drücke das jetzt hier so an. Und sollte mir das nicht gefallen, werde ich den Button nochmal lösen und nur den Button aufkleben, ohne dieses Klemmerchen hinten dran. Das kriegt man nämlich entfernt im Notfall. Aber so gefällt mir das erstmal sehr gut. So, wenn es trocken ist natürlich. Ja, und jetzt stempeln wir noch Defemember 23. Ich habe noch aus dem letzten Jahr meinen Stempel übrig gelassen, weil ich mir schon gedacht habe, dass ich nochmal mitmache. Der war hier das ganze Jahr über aufgezogen. Finde ich super, weil das hat echt lange gedauert, bis ich das schön abgestempelt bekommen habe. Also die Stempel hier so aufgezogen bekommen habe, dass alles gerade war. Und ja, dieses Stempelset habe ich mal auf dem Trödelmarkt erworben. Ich kann euch nicht sagen, wo man das kaufen kann. Das ist schon sehr alt. Und das wurde irgendwann mal, denke ich mal, in den 60er Jahren verwendet. Kann mich aber auch täuschen, bin da kein Experte drin. Ja, das sieht doch schön aus. Wir versuchen es aber trotzdem nochmal. Ich glaube tatsächlich, das geht noch schöner. So. So, nochmal richtig. Ja, das sieht doch gut aus. Auch wenn ich ein bisschen zu stark gepresst habe. Defemember einmal und dann 2023. Auch wenn es natürlich ein bisschen in Richtung Jahreswechsel geht, keine Frage. Aber erstmal ist das der Defemember 23. So, ich gucke dann mal von der Seite wirklich, ob das mittig sitzt. Und von oben dann auch nochmal, wo es hin soll. Ich hoffe, dass das so passt. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt und kann es nochmal stempeln. So, ach, das geht schon. Das ist okay, da kann ich mit leben. So, und dann schneide ich mir das Schildchen hier einfach nur noch so ein bisschen grob zurecht. So. Ui, ein bisschen Knick in der Optik habe ich schon. So. Und dann schlage ich mir das noch so ein bisschen um. Die Farbe ist noch nicht ganz trocken, ist das Problem. Angst, die anzuschmieren. Ich hoffe, das klappt jetzt. Zack. Vielleicht mache ich das noch ein bisschen braun, das Schild. Ja, ich nehme jetzt mal Frayed Burlap dazu. Frayed Burlap, nämlich Frayed Burlap. Ja. Hätte direkt kaffeegefärbtes Papier nehmen können, ne? Aber egal. So, machen wir jetzt trotzdem so. Erstmal kann ich ja immer noch austauschen hinterher. So, aber erstmal hier rein. So, sieht doch schön aus. Und dann haben wir Defemember 23 auch gerettet. Jetzt kann ich nämlich loslegen. Ich hoffe, euch hat das genauso viel Spaß gemacht wie mir. Also das ist ein guter Anfang, finde ich, für den Defemember 2023. Mir gefällt das so. Ich mag diese Flexibilität, die mir so ein System gibt. Und ich kann immer schön die Blätter dann rausholen und darauf arbeiten. Ich finde das für so eine Aktion wie Junk Journal July oder für Defemberember, finde ich sowas total gut. Und das kann passieren, dass ich sowas noch öfter mache, weil es einfach so praktisch ist. Und das Journalchen, da können wir später, oh je, das ist doch ein bisschen schief, das zuppel ich mir nochmal gerade. Und da können wir einen schönen schönes Dingeldangel noch dran machen. Gucken wir einfach mal, was die Prompts so hergeben. Wir haben jetzt erstmal hier eine gute Vorbereitung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid im Defemberember vielleicht auch mit dabei. Schaut euch Luises und Barbaras Videos dazu an. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Passt gut auf euch auf. Tschüss, ihr Lieben.